Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Trenner. Hallo und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und es gibt ja bei der Überlastungsanzeige, die wir als Unterbegriff der Gefährdungsanzeige verstehen. Schöne Grüße da draußen an jemanden. Person weiß schon, wen ich meine. Da ist ganz häufig das Problem. Ja, Frau Trenner weiß das auch. Sie hat nur gerade die Verbindung nicht gerade so schnell hinbekommen. Egal. Bei der Gefährdungsanzeige gibt es ja immer so zwei Themen, wo man sich so ein bisschen emotional, so ein bisschen, naja, vielleicht unwohl fühlt. Aus der Sicht von Beschäftigten, was ist, wenn ich mit meiner Gefährdungsanzeige total falsch liege, ich davon total falschen Annahmen ausgegangen bin und sich später herausstellt, dass doch alles irgendwie ganz super sei oder zumindest noch nicht im roten Bereich. Okay, das ist Nummer eins. Und dann gibt es Nummer zwei. Nachdem eine Gefährdungsanzeige gestellt wurde, ganz gerne mal die Arbeitgeberseite, die Trägerseite, die höchst empört ist, vielleicht sogar auch persönlich sich leicht auf den Schlips getreten fühlt, dass da hier einem eine Gefährdungsanzeige für irgendwelche Geschichten erzählt wird, das kann doch nicht sein, das hätte man doch sehen müssen, dass das alles so nicht stimmt und dass hier überhaupt gar keine Gefahr besteht oder demnächst gar keine Gefährdung eintreten könnte. Und beiden Seiten sei gesagt, Frau Trenner, was sagen die Gerichte dazu? Also, tatsächlich weiß ich natürlich in der aktuellen Situation, in der ich mich gerade befinde und in der ich mich überlastet fühle oder aber in der ich eine bestimmte Gefahr erkenne, da weiß ich nicht, ob es sich hinterher als wahr oder falsch rausstellt. Ich sehe nur das, was direkt vor meiner Nasenspitze sich abspielt. Ich habe vielleicht mein Bauchgefühl, was sagt, das gefällt mir jetzt hier gerade gar nicht. Hier sehe ich tatsächlich eine Gefahrensituation. Und dann muss ich eben entsprechend diese Meldung machen, um meinen Arbeitgeber in die Situation zu versetzen, zu prüfen und gegebenenfalls abzuhelfen. Und das wissen natürlich auch die Gerichte. Heißt, wenn sich hinterher herausstellen sollte, dass ich vielleicht irgendwie einen wichtigen Punkt übersehen habe, wenn ich einen wichtigen Punkt übersehen haben sollte, dann ist das trotzdem okay, dass ich diese Gefahrenanzeige gemacht habe, weil es eben auf meine Sicht zum damaligen Zeitpunkt ankommt. Hinterher ist man immer schlauer, wie man so schön sagt, ne? Also hinterher weiß jeder, war überhaupt nicht gefährlich oder war doch ziemlich gefährlich. Gut, dass du was gesagt hast. So, also es kommt auf die Situation an, in der ich mich und den Zeitpunkt, zu dem ich mich da gerade befinde und auf meine Einschätzung. Die ist natürlich selbstverständlich auch subjektiv gefärbt. Heißt also, ich muss nicht nur objektive Kriterien abhaken wie auf so einer Checkliste, sondern es kommt tatsächlich durchaus auch auf mein Bauchgefühl an. Was nicht geht, sind komplett sachfremde Erwägungen. Was nicht geht, ist, dass ich einfach komplett leichtfertig, ohne mir einen Überblick zu verschaffen, irgendwie eine Gefahrenmeldung abgebe. Das geht nicht. Da kriege ich dann gegebenenfalls auch eins sinnbildlich auf den Deckel. Und für die andere Seite bedeutet das, liebe Träger, wenn ihr nicht nachweisen könnt, dass da jemand rechtsmissbräuchlich, um euch zu ärgern oder willkürlich einfach mal so machen und sich keinen Kopf darum irgendwie weitermachen, also ohne irgendwelche Überlegungen angestellt zu haben, euch eine Gefährdungsanzeige, euch eine Überlastungsanzeige vorlegt, dann kann man daraus, na gut, das Gefühl können wir nicht wegzaubern, aber zumindest rechtlich aus diesem Gefühl der vermeintlichen Empörung nichts herleiten. Das ist erstmal so, der Arbeitsschutz sieht das vor, dass sehr niedrigschwellig Beschäftigte entsprechend darauf aufmerksam machen dürfen und übrigens auch müssen, wenn sie irgendwo eine Gefahr wittern. Stichwort wittern. Das heißt, das ist immer eine Form von Annahme. Das ist immer eine Form von Prognose, bis auf die ganz simplen Sachen. Da oben ist was kaputt, hängt runter oder Baum ist umgefallen, der Rest könnte auch noch runterkommen, ja. Aber alle anderen Geschichten sind ja dann immer mit einer Prognose verbunden. Achtung, wenn wir jetzt nichts tun, könnte was Schlimmes eintreten. Soviel zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal. Haltet durch. Ciao. Tschüss.